Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem Tomb Raider Christmas Special. Es ist wieder Weihnachten, deswegen wünsche ich euch allen ein frohes Weihnachtsfest. Und weil man natürlich Weihnachten ungern allein feiert, habe ich heute wieder meinen Cousin dabei. Na, das hast du aber schön gesagt. Ja, von mir auch ein herzliches Willkommen, YouTube, von eurem Lexus Harrett. Genau, ich habe mir nämlich jetzt hier wieder so ein tolles Tomb Raider Custom Level gezogen, was aber nur ein Level hat. Und ich kenne das Spiel nicht. Und deswegen probieren wir das einfach mal aus, ob wir das schaffen, oder? Ja, ich denke mal schon. Starting the Journey. Ich würde mal sagen, eher du. Oder ich, genau. Ja. Und hier liegt nämlich auf dem Boden so ein komisches Ding, gell? Und das können wir lesen. Wir haben übrigens statt Medipacks Äpfel und Bananen. Oh ja, sehr weihnachtlich. Sehr weihnachtlich. Bleiben die Mandarinen. Gell, habe ich mir auch gedacht. Oder so Zimtstern oder Spekulatius wenigstens, ne? Und hier haben wir den Letter of Santa Claus. Und der hat der lieben Lara was geschrieben. I need your help. Urgently. Ich weiß nicht, was das heißt. Du auch nicht, gell? The Christmas train is out of control. If you're not able to repair it, there will be no gifts this Christmas. Santa Claus. Heißt so viel wie, wenn wir den Zug nicht retten, kriegen wir dies Jahr keine Geschenke, ne? Hey, haben wir aber halt mal in Englisch aufgepasst. Von wem habe ich das wohl? Ja, dieser komische Hubschrauber fliegt nur auf einer Stelle rum, ne, ihr seht's. Genauso wie der Zug. Und die Kulisse bewegt sich. Jawohl. Obwohl das gar nicht so schlecht ist, oder? Ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja. So, und da würde ich sagen, starten wir mal los, ne? Und retten Weihnachten. Was ist das denn? Was hast du denn jetzt? Ja, das ist das Ding da, wovor du gerade stehst. Ach so, das ist hier so ein komisches Kran-Dings. Kran-Dings. So ein Kran, ja. Ich weiß nicht, aus welchem Tomb Raider das kommt. Ich glaube, aus Tomb Raider Chronik. Okay. Das war natürlich jetzt klasse. Also das hast du top gemacht. Die Räder sind auch geil, gell? Die Räder, wie die aussehen. Mhm. Laden. Und die Schneeflocken sind auch geil, gell? Na klar. Ich hab da nämlich gespeichert, also dürfen wir nochmal von vorne anfangen. Geht ja gleich super los, gell? Mhm, ja, immer. Gut, wir sind aber eh noch nicht weit gekommen. Der Hegel hatte mich ja gerade gefragt, weil wir machen hier gerade Skype-Bildschirmübertragung, weil ich sitze ja noch bei mir daheim im Stübchen. Und da hatte mich der Hegel gefragt, ob ich halt alles sehen kann, und da meinte er halt, was für eine Haarfarbe hat denn, beziehungsweise was für Haare hat denn, das hast du toll gemacht, was für Haare hat denn die Lara? Und da meinte ich so, ja, rote Haare, warum auch immer, aber dann ist mir gleich eingefallen, irgendwie, es könnte ja auch eine Mütze sein, gell? Genau, eine Weihnachtsmütze. Und das Erste, was ich jetzt mache, ist speichern. Christmas Train, so, Fortschritt. Stolz auf dich. So. Und das hätten wir jetzt auch schon mal geschafft, jetzt der Hubschrauber weg, ne? Mhm. Und dann durchsuchen wir mal das Level. Wie gesagt, ich kenn's nicht. Komplettes Neuland. Aber du hilfst mir ein bisschen, gell? Ich laber ein bisschen dumm rum. So wie immer. Genau. Du musstest ja leider deinen Let's Play-Betrieb einstellen, gell? Ja, aber naja, was willst du machen? Wegen zu wenig Kapazität auf dem PC, glaube ich, ne? Ja. Erstens das und zweitens mal hast du dann von der Zeit her bei mir auch nicht mehr so richtig gefunzt, weil ich habe ja, wie gesagt, Commentaries gemacht und das nimmt ja, was weiß ich, wie oft mal mehr Zeit in Anspruch als jetzt hier The College mit dem Let's Play. Ich frage mich gerade, ob das hier ein Block zum Ziehen ist, aber irgendwie geht er nicht ziehen. Ja, kannst nur gegenrennen. Aber hier kann ich drauf und vielleicht da hochspringen, aber das bringt mir nichts, oder? Ich kann ja da mal draufklettern. Ja, das ist blöd. Der ganze Block will mich verarschen. Wäre lustig, wenn du die Kiste runterschieben könntest. Kann ich das? Ich probiere das nochmal. Aber die packt's gar nicht mehr an, siehst du? Ja, ja. Doch, jetzt klettert zu hoch. Ein faules Stück. Die weiß auch nicht, was sie will manchmal, oder? So sind die Frauen halt. Stimmt, muss man nicht verstehen. Ja. Wir sitzen hier und trinken so lang Bier, bis wir die Frauen verstehen. Genau, so sieht's aus. Und hier ist eine Bodenluke. Und da gehen wir jetzt mal rein, oder? Ich höre überhaupt keinen Ingame-Sound. Ich mach den nochmal höher. Tu dies. Aber nicht, dass es zu laut wird, ne?
Ja, sonst hörst du hier mich nicht. Genau. Aber ich höre hier gerade gar nichts an In-Game Sound, aber vielleicht hört man das dann in der Aufnahme. Achso. Ja, dann Ich hört weiß man es es nicht. nicht. Pass auf. Ja, nach der ersten Aufnahme checken wir das Ganze mal. So, hier muss irgendwas rein. Irgendeine Sicherung oder so. Haben wir noch nicht. Heißt, dürfen wir suchen gehen. Nach Sicherung Ne? für den Kran, damit du damit irgendeine Scheiße mal wieder anstellen kannst. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen. Und die krabbelt nicht richtig. Die bleibt immer stehen mittendrin. Ist das nur bei mir so oder hast du manchmal auch weißen Screen? Jetzt habe ich gerade einen weißen Screen. Ja, ne, ehrlich. Nee, also ist das bei dir weg manchmal? Nee, bei mir ist die Lara manchmal weiß und die komplette Umgebung auch. Aber naja. Gut, das ist Skype-Übertragung und schlechtes Internet vielleicht. Aber die Tür kriege ich auch nicht Nee, auf. das Problem ist, ich kann nämlich schon in den Raum gucken. Ich denke, du auch. Du Also ich kannst da sehe gerade, dass reingucken. da ein paar Geschenke stehen, ja? Ich sehe das nur durch den Tür, durchs Türloch Nee, durch. hinter der Wand sind Regale und da sind Geschenke drauf. Und da müssen wir irgendwie reinkommen wahrscheinlich, aber die Tür ist noch zu. Das heißt, wie kriegen wir sie auf? So nett. Ja, so nett, mit Sicherheit nett. Ha. Mit dem Blocken kann man doch bestimmt irgendwas machen, oder? Ich habe keine Ahnung. Tja. Hier unten ist auch nichts. Aber das sieht doch auch aus wie ein Block. Damit muss man doch irgendwas machen können. Aber die will es nicht in die Hand nehmen. Komische Frau. Wie gesagt, Frauenwelt muss man nicht verstehen, ne? Ja. Oder ich habe eine Idee. Jetzt. Ich habe eine Idee. Okay. Das war gerade wieder so ein Bug, hast du es gesehen? Ja. Ich glaube, wir können hier. Nein. Idee fehlgeschlagen. Ich Ja, will auf dann das Dach. gelogen. Auf das Dach da drüben springen. Das wird nix. Was sagst du? Ich weiß das. Siehste, Siehst du, klappt. ich hab dir doch gleich gesagt, dass das geht. Und Lara trampelt natürlich auf einem Zug oben drauf rum, ne? Anstatt mitzufahren. Hast du, glaube ich, eben schon gesagt, ne? Ja, also die braucht immer so eine Extrawurst. Genau. Das ist eine Luke, die noch nicht aufgeht. Muss ich jetzt mal leider feststellen. Schneeschippen würde ich sagen. Genau, Lara. Hol dir mal eine Schneeschippe und fang mal an, was zu schaffen in deinem Leben. Ist ja schlimm. Hier unten ist nichts. Das heißt, wir springen einfach mal einen Waggon weiter, ne? Weil das ja auch so einfach geht. Und man nicht runterfällt dabei. Weil Geschwindigkeit gibt's ja nicht. Vielleicht Echt kommt mit Marsch. die Tür da unten rein. Scheiß mal auf den Fahrtwind. Was soll das? Nett an Weihnachten. Genau. Guck dir mal an, normal müsste die Mütze ja auch ein bisschen wedeln, ne? Ein bisschen mehr bei dem Ja. Fahrtwind. Alles klar. Jetzt, so ein bisschen. Ist es halb logisch. Ja. Ja, wir brauchen einen Schlüssel, hast du es gesehen? Ja. Hab gesehen, wie du dich mal wieder vor den Zug geschmissen hast. Lara hat sich vor den Zug geschmissen. Und es gibt auch Geheimnisse wie das 70 Stück, aber das stimmt nicht. Es gibt mir hier mit Sicherheit. Oh, das wäre jetzt schon mies, wenn ich jetzt die ganze Zeit sagen würde, Robert Enke, oder? Das wäre böse. Das wäre böse. Sehr böse. Vor allem als Hannover 96-Fan, ehemaliger. Ja. Du. Was meint ihr, warum ich Höckel 96 heiß? Ja, vielleicht bist du ja 96 geboren. Falsch. Ich bin 95 geboren. Das hätte ich jetzt nicht gesagt. Warum? Weiß ja nicht. Vielleicht können jetzt die Stalker Schlüsse ziehen aufgrund ja genau, meines ihre Suche Alters. jetzt ein bisschen weiter einschränken, damit sie dich noch an die NSA ausliefern können. Jo, aber ich denke, was so viele Stalker sind nett unter uns. Ich gucke immer mal so die Seiten von dem Zug ab, weil in Tomb Raider 4 kann man sich so an der Seite vom Zug runterlassen und irgendwo reinklettern. Hast du den Kackhaufen da gesehen? Nein. Rechts neben dem Zug. Das war so ein komischer Stein. Ich glaube, ich bin auch nicht so böse darüber. Ich sehe es nicht mehr. Oh. Ich weine gleich. Nicht runterlaufen.
Das macht die Frau. Naja, wir haben ja schon oft festgestellt, dass die Frau kein Leben hat. Und wir brauchen einige Schlüssel, das habe ich auch gesehen. Naja, gut. Oh. Was ist das? Das sind diese komischen Gnome aus Tomb Raider Chronik. Ich hätte jetzt eigentlich Weihnachtself oder sowas gesagt, ne? Aber gut. Haben einfach eine andere Textur dran geklebt. Hier, die kennst du doch auch noch, die Gnome, oder? Ja, von den Viechern hatte ich immer Schiss, als ich noch klein war. Wir haben nämlich immer zusammengespielt früher. Ja, wie alt war ich da? 4, 5? Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht sogar schon. Ja, wir haben das lange gespielt. Bestimmt bis zu 8 warst du oder so. Oh, fall nicht runter. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal hier rein, oder? So, zu diesem netten Gnom oder was auch immer das ist und zu dem schönen Tannenbaum. Ja, da kam es gerade durch den Schornstein. Wahrscheinlich. Und wir können uns zur Cola ziehen. Was ist das für ein Ding? Wasserkocher oder was ist das? Das Aquarium? ist. Nee. Guck doch mal, was ist denn das? Spezielles Geschenk. Ich habe doch hier so ein tolles Fernglas, wo ich ranzoomen kann. Aber trotzdem keine Ahnung ist, was das sein soll. Egal. So, hier oben drauf steht eine Flasche, vielleicht können wir die sogar mitnehmen. Ne, wir können die Schublade aufmachen. Oh ne, doch. Und die Schublade aufmachen. Ich habe so viel Entschlossen Tomb Raider Erfolg. gespielt. Ach, das ist eine Waffe. Das ist eine Steinschleuder oder sowas. Okay. Und die Flasche Wein, ne? Orangensaft. Und jetzt können wir die Tür aufmachen. Schön. Aber ich finde, dass das Spiel gut gemacht ist, oder? Für ein Custom Level. Geht die Tür überhaupt auf? Ja. So, und hier drin haben wir jetzt ein wunderschönes, was weiß ich, für ein Wohnzimmer. Mit Spekulatius. Nee, was ist das? Lebkuchen. Das ist ja Wisst, mal das hätten niedlich. sie mal als Medienpack nehmen können. Genau, das wäre schöner gewesen. Schweine. Ich glaube, da müssen wir später mal was einsetzen. Ich zieh mal den Hebel. Mach doch. Sondern gucken wir mal, was passiert. Und in manchen Spielen kann man sogar. Ach, ich habe die Taschenlampe in der Hand. Ich kann mit der Taschenlampe schießen. Ist das wirklich der Ernst? Ja, der Taschenlampe kann man schießen. Ja, siehst du das? Das ist eine Würde ich auch gerne Taschenlampe. machen. Eindeutig eine Taschenlampe. Und ich schieße mit Batterien. Was ist das für ein Fake. Schwachsinn? Weil in irgendeinem Spiel kann man die Feuerlöscher in die Luft jagen, aber hier geht's nicht. Was für ein Schwachsinn. Oh. Ich habe ein Secret gefunden. Eine kaputte Brille von Werner von Kreu. Die gibt's auch in Tomb Raider 4. Voll das Verarsche-Geheimnis. Tja, wer kann, der kann. Ich weiß, wo ich das einsetzen muss. Weißt du es auch noch? Das Ding hier. Was damit? Das müssen wir bei diesem Kriechschacht ganz am Anfang einsetzen. Ja, ist eine sichere. Und guck mal, hier ist eine Modelleisenbahn. Das ist ja niedlich. Und da liegt ein Schlüssel drauf. Haha. Speichern. Mensch, bist du ein Fuchs heute mal wieder? Ja, ich habe einfach zu viel Tomb Raider in meinem Leben gespielt. Eindeutig. Und damit können wir auch noch irgendwas machen, irgendwann. Mit einer Brechstange, glaube ich. Oder so. Oder so. Jo. Und Tür aufmachen. Und hier muss eine Batterie rein. Das wäre die Idee wert. Aber die haben wir noch nicht. Da war der Gnom. Ach, hier muss der Schlüssel rein wahrscheinlich. Das Ich läuft dachte, ja. das wäre eine Klingel. Einmal reingepackt, hö? Und das ist dein Geschenkeraum. Ja, siehst du, Du das meine hast ich. recht gehabt. Ja, hat man das nicht gesehen?
Ich hab's nur durch die Tür gesehen, also durch dieses Türfenster hier. Okay, das wundert mich, dass ich's dann sehe. Dann ist irgendwie Skype verbuggt. Kann das sein? Ja. Wir durchsuchen einfach mal die Regale. Okay. Was war das jetzt gerade? Das ist aus Laras Anwesen die Standuhr im Kleinen. Mich würde mal interessieren, welcher Levelbauer das gemacht hat. Ich gehe gerade mal raus aus dem Menü. Das sieht man doch bestimmt. Ich sehe jetzt gar nicht, wer das Level gebaut hat. Egal. Keine Credits. Vielleicht kommt's am Schluss. Auf jeden Fall hat die viele gute Ideen gehabt, ne? Apfel. Was ist das für ein Ding da oben drauf? Das sieht aus wie. Wie heißt das Ding von Star Wars? Was? Das komische Roboter-Ding. Da oben drauf. Ich weiß gerade nicht. Also ich sehe das ja schon, aber wenn du Hm. damit gerade zum Ausdruck bringen willst, weiß ich jetzt nicht. Es gibt auch so ein komisches Roboter bei. So einen komischen Roboter bei So einen Star Wars. goldenen? Ach stimmt, der sieht anders aus. Ja, der heißt C3PO. Ah genau, und da gibt es auch noch so ein Jetzt wurde D2, richtig? R2D2, genau. Den Mensch, meine da ist ja ich. jemand erfahren. Was hast du für eine Kindheit, hä? Keine Star Wars Kindheit. Ich glaube, die Tanne kann man wegziehen, oder? Nee. Kann man die einschießen? Auch nicht. Aber ich muss an die Sicherung, glaube ich. Und da kann ich es einsetzen. Diffuse. Was ich beim Kriegsschacht einsetzen wollte. Ah. Irgendwie gibt das alles ganz schön viel Sinn, kann das sein? Ja. Und das meine ich ernst. Und dann haben wir ja Glück gehabt. Kann ich den Teppich hier ziehen? Weil es gibt Spiele, da kann man den Teppich ziehen. Echt jetzt? Ja, aber ich glaube, hier macht es nicht. Nö. Ja, durchsuchen wir noch mal ein bisschen die Regale. Das hat ja Spaß gemacht. Ne? Da liegen Fackeln drin, sieht man ja. Und hier eine Kiste. Ich guck mal. Karton. Okay. Wir haben einen Karton gefunden. Wahnsinn. Und guck mal, hier ist auch noch was. So eine Münze oder sowas, gell? Coin. Money makes the world go around. Das ist ja wie Weihnachten da. Ja, der war gut. Jetzt hat Lara sich verbuggt. Oh, doch nicht. Weil hier steht ein Affe auf dem Boden. Siehst du das? Ich sehe Da? gerade gar nichts. Ah, ja, hier. Steht ein Affe oder sowas rum. Lassen halt da rumstehen. Problem damit? Ich will Willst aber du jetzt Affen mitnehmen. diskriminieren? Ich will ihn mitnehmen. Oder ist Nee. das eine Katze? Wäre das eine Katze, wäre die jetzt schon längst unentschieden. Unentredet. Ja, stimmt. Oder will uns einfach nur das Spiel verarschen? Ich glaube, letzteres. Wer weiß, wer weiß. Moment, ich bin gleich wieder da. Jo. Wir gucken schon mal weiter und nehmen hier diesen Stock mit. Das ist, meine lieben Leute, ein Broomstick of Harry's First Flight Attempt. Jetzt wisst ihr Bescheid. Hier haben wir so eine tolle Katze, die ich immer noch nicht aufheben kann. Und deswegen gehe ich jetzt hier erstmal wieder raus. Und bin mal gespannt, wann mein lieber Cousin wiederkommt. So, gucken wir uns erstmal hier weiter um. Hier muss wahrscheinlich dann später eine Batterie rein. Die haben wir noch nicht. Und die Uhr können wir da auch nicht einsetzen. Hier an dem Haken können wir vielleicht schon was einsetzen. Auch noch nicht. Gut, gehen wir weiter. Hier drin. Können wir auch noch nichts einsetzen. Den Zug können wir auch nicht mitnehmen. Hier, waren wir da schon dran? Ich bin so vergesslich. Und hier haben wir einen Feuerlöscher, der immer noch nicht anschießen geht. Gut. Ist es ein Zeithebel? Ich habe den doch schon mal gezogen. Tja, was passiert? Das ist die Frage.
Oder habe ich damit nicht irgendeine Luke aufgemacht? Komisch. Naja, den merke ich mir mal, den Zeithebel. Und gehe erstmal hier rüber. Speichern. Ja, ach, da waren wir auch schon, das ist dieser Coca-Cola-Raum, wo es, glaube ich, sonst noch nicht so viel zu entdecken gab. Da haben wir die Weinflasche her und noch irgendwas anderes. Weiß ich schon gar nicht mehr. Den Broomstick haben wir auch irgendwo gefunden. Und deswegen gehe ich jetzt einfach mal in diese Richtung. Was ist das? Ah, das ist die Küche. Und das soll bestimmt ein Käse sein. Das Spiel gefällt mir. Da. Cheese. Smelling a little bit acrid yet. Also der stinkt wahrscheinlich ein bisschen. Das ist der Kühlschrank. Und da ist aus der Kühlung und aus dem Knast von Tomb Raider 3 das Essen auf dem Herd. Auch nicht schlecht. Gut, ich mach mal kurz eine Pause, beende die Folge und wir sehen uns, ja, Lara geht trotzdem weiter, sehen uns dann in der nächsten Folge am ersten Weihnachtsfeiertag wieder. Bis dann, ciao.